Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wenn dich der Teufel attackieren will, dann lies 1. Petrus 5, Vers 8. Und da steht: Bleib besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er schleicht um dich herum wie ein brüllender Löwe, doch er ist keiner. Er hat keine Zähne mehr. Er wurde entwaffnet am Kreuz und es gibt nur einen Löwen aus Juda, der die Macht und die Kraft hat. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen, auch mit dem Thema Bleib auf Kurs. Lass uns deine Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, bleib auf Kurs. Der Titel meines Buches, da wollen wir heute weitermachen. Bleib auf Kurs. Ja, so viele irren umher, weil sie ihr Ziel nicht kennen. Wenn dich jemand fragen würde, so ganz spontan, was ist dein Ziel? Ja, einmal mit Jesus in der Herrlichkeit und so weiter. Ja, schon. Aber was ist dein nächstes Ziel? Ja, Gott macht alles recht. Nein, was ist dein Ziel? So viele irren herum, weil sie ihr nächstes Ziel nicht kennen oder auch nicht wissen wollen. Aber dann irrt man rum. Stell dir vor, du fährst aus einem Hafen raus, du siehst nur noch Wasser. Und ja, und dann sagst du nicht, ach, ist mir egal, irgendwo werde ich ankommen. Du hast ganz bestimmt ein Ziel, wo du hin möchtest. Und um ein Ziel zu erreichen, muss man oftmals durchhalten. Da wird es stürmisch, dann wird es heiß, dann fällt mal der Wind und so weiter. Also man muss durchhalten. Und so viele Ablenkungen gibt es heutzutage, wo es heißt, ach, komm doch mal da, ach, da ist so nett und ach, da ist ein schöner Strand, ach, da ist schön, aber es ist nicht das Ziel und du kommst nicht hin. Und manchmal ist sogar Gegenwind. Und Gegenwind ist auch was, wo wir denken, nein, wenn der Wind gegen mich geht, dann geht gar nichts mehr. Zu dem Thema kommen wir in einer anderen Sendung. Und du suchst nach Alternativen. Ja, also das Ziel, ich glaube, das will ich nicht erreichen. Das ist so anstrengend. Ich bleib halt hier. Wenn du in einem Ziel bist, das nicht dein Ziel ist, wirst du nicht Freude haben. Ich habe hier eine Karte geschickt bekommen. Da steht drauf, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. Und du kannst nicht alles, was auf dich reinströmt, nicht groß da was ändern. Manche hüpfen wirklich ins Unglück bewusst hinein, aber das hast du bestimmt nicht gemacht. Du kannst den Gegenwind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen, dass du den Wind nutzen kannst, um weiterzukommen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass uns wirklich auf Kurs bleiben. Lass uns wirklich, Herr, das Ziel erreichen, was das nächste Ziel ist in unserem Leben. Und lass uns da auch durchhalten. Lass uns auch die nicht schönen Tage durchleben. Herr, dass wir das Ziel erreichen und Herr, dass wir das wirklich erreichen, was du für uns vorbereitet hast. Du sagst nirgends in der Bibel, dass alles einfach wird. Aber du sagst, dass wir mit dir das Ziel erreichen. Amen. Amen. Eine Frau braucht Gebet für ihre berufliche Zukunft. Sie schreibt, guten Tag, können Sie bitte für mich beten, dass ich einen Durchbruch habe für berufliche Zukunft, dass Gott die Tür öffnet in beruflicher Hinsicht. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst und auch ihren Werdegang. Und ich danke dir, dass du einen Platz für sie hast und dass du auch ihr einen Durchbruch schenkst, dass du Türen auftust, wo bisher keine waren. Und ich danke dir, dass du ihr Weisheit gibst, dass du ihr Lösungen schenkst. Ich danke dir, Jesus, dass sie wirklich eine Begegnung hat mit dir und dass sie weiß, wo es hingeht. Danke, Jesus. Und auch, dass sie gerade diese Segel richtig setzt, dass sie vorwärts kommt und dass sie wirklich in diesem Wind ist, der sie vorwärts bringt und der auch in ihre berufliche Zukunft hineinbläst. Danke, Jesus, dass du mit ihr bist und dass du ihr wirklich ganz nahe bist und zur Seite stehst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Und am gleichen Tag erhielten wir folgenden zwei sehr ähnliche Gebetsanliegen. Und eine Frau schreibt, ich habe ein offenes Zwerchfell und dadurch konnte mein Magen in den Brustkorb wandern. Ich bitte Sie, für mich zu beten, damit sich das Zwerchfell wieder verschließt und der Magen wieder an seine Position zurückgeht. Ich danke Ihnen sehr dafür. Und eine andere Frau schreibt, ich habe einen Zwerchfellbruch und dadurch hat sich bereits der Magen nach oben verschoben. Die Speiseröhre ist geknickt und kürzer geworden und der Schließmuskel funktioniert auch nicht mehr. Ich habe ständig Beschwerden und das Essen wird zur Qual. Ich brauche ein Heilungswunder von Jesus. Danke fürs Gebet. Und Jesus, du kennst diese beiden Frauen, die fast das selbe haben, identisch, und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieses Zwerchfell wieder zusammenwächst und zusammengeht und der Magen wieder in die richtige Stellung kommt. Ich danke dir, Jesus, dass auch die Speiseröhre und alles, was da mit in Zusammenhang steht, der Schließmuskel und das ganze, der ganze Verdauungstrakt mit dem Essen, dass das wieder in Ordnung kommt. Danke, dass dein Heilungsstrom fließt, gerade jetzt durch diese beiden Frauen. Ich danke dir, Jesus, dass sie heil sind von diesem Zwerchfellbruch. Danke, Jesus, dass sie auch wieder richtig atmen können. Danke, dass du einen Heilungsstrom von Kopf bis Fuß durch ihren Leib fließen lässt. Danke, Jesus. Und auch alle anderen Personen, die in diesem Bereich Nöte haben, danke, dass du sie berührst. Danke, Jesus, dass du Macht hast über jede Krankheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreicht uns folgendes Gebetsanliegen, dass ich einfach meine Vergangenheit loslassen kann, glücklich sein kann und dass ich wieder Freude an der Schule habe und dass meine Mama und ich die richtige Wohnung finden. Ja, das ist so ein Anliegen, so richtig aus dem Leben. Und das freut auch unser Herr, wenn wir ihn darum bitten, und da hilft er sehr, sehr gerne. Danke, Herr. Herr, du siehst jetzt auch das Anliegen, Herr, die Vergangenheit, dass sie wirklich losgelassen werden kann. Herr, ich danke dir dafür, dass ein Schlussstrich drunter gezogen werden kann. Ich danke dir dafür, schenk auch da Mut zu vergeben und, Herr, Freude zum Vorwärtsschauen, weil wir können kein Stück mehr verändern in der Vergangenheit, aber die Zukunft, da können wir alles noch bestimmen und tun, wie wir es haben möchten. Ich danke dir dafür und danke, Herr, auch für die Freude an der Schule und danke, Herr, auch, Herr, die richtige Wohnung. Herr, so ein richtiges, Herr, mitten im Leben, so eine richtige mitten im Leben-Situation. Danke, Herr, begegne du diesen Menschen ganz, ganz wunderbar. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für Heilung haben wir als nächstes. Bitte beten Sie um Heilung für mein starkes Rheuma, an dem ich seit 2006 leide. Ich sehe oft Ihre Sendungen und die vielen Gebetserhörungen geben mir Hoffnung und Mut. Danke. Ja, genau wegen dem tun wir das, weil es funktioniert wirklich, wenn wir beten, Gott hört, Gott antwortet. Manchmal nicht so schnell, wie wir es uns vorstellen, manchmal auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber das ist schön. Schön, dass diese Person auch Hoffnung gefasst hat von den Gebetsanliegen. Und Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass du wunderbar, Herr, auch Herr bist über diesem Rheuma, dass dieses Rheuma verschwindet in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, für Heilung, für Befreiung auch der Schmerzen und, Herr, alles, was damit zu tun hat. Herr, danke, Herr, wir bitten dich, stell wieder den Schöpfungszustand dieses Körpers her. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Und auch heute haben wir wieder einige Zeugnisse. Gebet für Mutter wurde erhört. Ich hatte um Gebet für meine Mutter gebeten. Sie hatte Gallensteine, die weg sind. Danke, Herr Jesus, danke euch. Ja, wie wunderbar, wenn sie einfach weg sind.
Freude und Dankbarkeit über Gottes Eingreifen. Liebe Geschwister, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue und wie dankbar ich bin für die Gebete. Gott hat eingegriffen und ich habe, seit ich euch geschrieben habe, diese Kopfschmerzen und das fast blinde Auge nicht mehr gehabt. Ich danke Gott für seine Hilfe. Schlafstörungen sind verschwunden. Ich danke euch für alle eure Gebete. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich nur staunen kann. Was Gott versprochen hat, das hält er auch. Ich habe mich wegen der Schlafstörungen und Ängsten an euch gewandt und um Gebet gebeten. Ich habe die Worte aus Psalm 91, Vers 7 für mich angenommen und gebetet. Ich konnte ohne Hammertabletten schlafen. Vielen Dank an euch. Ja, wenn Gott Frieden schenkt, dann können wir auch schlafen. Heilung von Laktoseintoleranz. Viele Jahre hatte ich keine Milch vertragen. In der letzten Gebetsnacht habe ich als Gebet geschrieben, dass ich von Laktoseintoleranz geheilt werden möchte. Im November 2020 habe ich endlich mal einen Test machen lassen. Ergebnis: null Laktoseintoleranz. Ich habe es ausprobiert. Gott ist gut. Jetzt kann ich wieder sämtliche Milchprodukte genießen. Danke, Jesus, dass du mich geheilt hast. Und was für eine Freude, wenn Gott heilt. Es ist so schön, wenn Menschen wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können, weil Gott Gebete hört. Und er möchte auch deins erhören, nicht nur unseres, sondern auch deins. Und wenn du schon eine Gebetserhörung erfahren hast, lass es uns einfach wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute ist der Tipp eine Frage. Kennst du dein Ziel? Wenn dich jemand spontan fragt, kennst du dein Ziel? Hast du ein Ziel? Du hast bestimmt ein Ziel für den heutigen Tag. Ich muss noch einkaufen, ich muss noch das, ich muss jenes, ich muss da anrufen, dort. Ja, aber hast du dein Ziel? Nicht das Ziel vom Ende deines Lebens, das solltest du auch haben, aber das nächste Etappenziel. Wenn du sagst, nicht so richtig, dann nimm dir mal Zeit, um das zu definieren. Denn nur wer sein Ziel kennt, kann auch sein Ziel erreichen. Und wenn du uns dein Anliegen schickst, dann beten wir für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du keine Sendung von uns verpassen möchtest, abonniere diesen YouTube-Kanal und drücke die Glocke. Und dann noch, bleib auf Kurs, das Thema von heute. Du kannst hier nachlesen und viel, viel mehr erfahren. Du kannst es in unserem E-Shop bestellen. Kommt Ihnen Ihr Leben manchmal vor wie ein Boot, das vom Wind hin und her getrieben wird? Dann ist es an der Zeit, das Ruder in die Hand zu nehmen. Du bist der Steuermann deines Lebens. Nicht der Wind, nicht die Wellen, sondern du bestimmst, wo es hingeht. Inspiriert von einem Segeltörn hat Daniel Müller das Buch Bleib auf Kurs geschrieben. Entdecken Sie, was man beim Segeln über Gott und das Leben lernen kann. Und erfahren Sie, wie Ihre Umstände nicht die Richtung Ihres Lebens bestimmen müssen. Einfach und klar, tief und verändernd. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter missionswerk.de oder unter 0800 240 44 70. Und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag und freuen uns, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.